Okay, und wieder einmal Fast Food. Jack in the Box. On the road again und fahren jetzt von Las Vegas zum Hoover Dam. Erstmal. Das ist hoffentlich nicht so weit. Angeblich dauert das nur eine Stunde. Aber vom Hoover Dam fahren wir dann weiter zum Grand Canyon. Yep. Das dauert ja schon Jahre, bis man hier rauskommt. Ja, der Verkehr ist eine Katastrophe. Die Leute machen alles in Zeitlupe. Alles, was mit Autos und Fahren zu tun hat, in Zeitlupe. Ich weiß auch, warum die Amis die Slow-Mo-Funktion erfunden haben. Ja. Tanken in Zeitlupe, fahren in Zeitlupe. Man hat das Gefühl, die haben permanent Angst, irgendwas falsch zu machen. Ganz anders als wir, Mitteleuropäer. Ey, so eine Nummer hier, ne? Wie jetzt gerade, die drei hier. Sowas wird es bei uns gar nicht geben. Der ganz links, der fährt fast gar nicht, der rechts sowieso nicht. Und der da in der Mitte überlegt sich, ob er vielleicht ein bisschen schneller fahren sollte. Man kann übrigens auch gar nicht anders, man muss hier auch rechts überholen. Eigentlich ist es nicht erlaubt, aber man hat gar keine andere Wahl. Ja, und wenn man so fährt, wenn man so verrückt fährt, dann passieren natürlich auch mal böse Unfälle. Boulder City. Last visitor center tickets are sold at 4:15 p.m. when entrance doors are closed. Jetzt 400 Meter links abbiegen auf NV 172. Ja, jetzt steht das hier. Ja, sag ich ja, der ist zu spät. Zu spät? Ja, der ist ein paar hundert Meilen zu spät. Links abbiegen auf NV 172, dann rechts abbiegen auf Nevada Highway. Okay, aber man merkt deutlich, dass der Hoover Dam Strom produziert. Wenn ich mir das so angucke. Ja, Parken ist hier natürlich auch kostenpflichtig. Nichts ist umsonst. $10 kostet das Ganze. Gucken wir mal, ob die auch das akzeptieren oder nicht. Obwohl da vorne steht dran. I hope so. Pets? No. Einmal unterschreiben. Alter, das ist hier voll geparkt. Da ist einer gerade straight. Nee, doch nicht. Nope. Next level. Next stop, Hoover Dam. Dann mache ich das doch mal.
Wie lange muss man das machen? Irgendwie bereitet mir das Beklemmung. Beklemmung? Ja, aber dass so unglaublich tief runter geht, das macht mir irgendwie so ein bisschen... Ja, ist echt tief. Weißt du, wie tief? Nee. Es ist echt. Wenn das Wasser jetzt hier oben stehen würde, wäre es wahrscheinlich angenehmer, aber so finde ich ganz schön krass. Ich weiß gar nicht, ob man die Dimension im Film so erkennen kann, aber... Also mir wird da schon laufen Menschen, aber weißt du was, mir wird ganz schön schlecht, wenn ich hier runterkomme. So, jetzt geht's weiter zum Grand Canyon. Alles voller Blut auf der Straße. Das hat jemand voll frontal mitgenommen. Alter Schott. So sehen hier die Städte aus. Hier ist ein Supermarkt. Ein Supermarkt. Freunde, kommt nach Arizona. Hier steppt der Bär. Der Straße an Terry's Road folgen. Ah, das ist eine Straße? Das ist eine Straße. Wenn du hier mit dem Wagen liegen bleibst, ne, dann bist du echt am Arsch. So, dann gucken wir uns mal den Grand Canyon an. Das ist geil, die Amis machen aus allem eine Universal Studio Geschichte. Und schon wieder sind wir in einem Souvenirshop. I don't want to buy a ticket. Is there a viewpoint, a public viewpoint for free? No. I have to pay for a view. In the whole canyon? This is the wall of high end. Aber eins muss ich mal... No drone zone. Keine Drohnen. Aber eins muss ich mal sagen, die Indianer sind ganz schön geschäftstüchtig. Die machen hier einen ganz schönen Rambazamba mit einem Souvenirshop. Und Getränke und Essen gibt es natürlich auch. Und man hat hier keine Chance, irgendwie einen Blick auf den Grand Canyon zu werfen, es sei denn, man kauft sich solche Tickets. Und die sind auch nicht gerade billig. Ich glaube, wir haben $50 pro Nase jetzt bezahlt für so eine Hop-On-Hop-Off-Tour. Da können wir dann aber aussteigen, wie wir wollen. Ja, wenn man dann auf den Skywalk will,
Wenn man dann auf den Skywalk will, muss man allerdings nochmal $26 ablatzen. Und Kameras sind nicht erlaubt auf dem Skywalk. Natürlich nicht. Ja, also wieder einmal eine relativ teure Angelegenheit. Und auch ein bisschen Touri-Abzocke, ist meine persönliche Meinung. Kann man auch so Hubschraubertouren machen? Ich weiß aber nicht, was es kostet. Bestimmt nicht billig. $300. Meinst du? Ja, irgendwie so. Ja, $250, glaube ich, habe ich gelesen. Let's go. Wir haben keinen Zaun hier gezogen. Das ist mir einfach zu krass. Ela tastet sich jetzt an den Grand Canyon ran. Also weiter nach vorne. Na los. Geht nicht. Nein. Was ist los? Weiter möchte ich auch nicht ran. Ich kann alles sehen, was ich sehen möchte. So, jetzt nehme ich euch mal mit zum Grand Canyon. Ein bisschen Mut gehört schon dazu. Ela hat da nicht so viel Bock drauf. Nee, gar nicht. Was mit dir? Ja, ich möchte da nicht runterspringen. Du sollst ja nicht runterspringen, aber mal an den Rand gehen. Nee, ich war schon nah genug dran. Oha, Ela traut sich doch. Ich bin ja mal gespannt, wie weit sie sich vortraut. Na? Nee, das reicht. Das reicht? Ja. Du löst wahrscheinlich gleich das nächste Erdbeben aus hier. Don't throw stones into the canyon. Du bist lebensmüde. Ela, tanz doch mal mit. Ich hab nicht so ein schönes Kleid an wie die. Doch, hast du. Hä? Doch, hast du. Guck mal, ich würde sagen, den nächsten Stop machen wir auch nochmal mit. Shuttle Stop, der dritte hier. Das ist der Guano Point. Das sieht auch nochmal ganz interessant aus. Ja, das sieht gut aus. Okay. Also die in dem blauen Kleid, die sieht mindestens aus wie 150 Jahre. Ja. Wahnsinn. Möglicherweise ist sie auch 150. Sie bewegt sich auf jeden Fall wie eine 150-Jährige. Also jetzt gehen wir nochmal hier durch so ein Dorf. Da sieht man die verschiedenen... Wie heißen die? Wigwams. Wigwams. Ja, sind Wigwams. Genau, das ist direkt neben dem Skywalk, ne? Genau, da ist übrigens der berühmte Skywalk. Das ist halt diese Glasplatte, auf die man gehen kann. Ja. Machen wir nicht. Wahnsinn.
Hast du gut geschlafen? Ja. War gut. Ich stelle mir das nicht so bequem vor. Kannst du mal reingucken. Ja, da ist nicht so viel. The Grand Canyon is 240-something miles long. You're just a little teeny little piece of it. Right here. Yeah. Just a little piece of it. Do you know how old the Grand Canyon is? It took 17 million years to make. 17 million? Yeah, 17 million years to form the Grand Canyon. It wasn't made overnight, that's for sure. Es ist so krass tief. Und da hinten sieht man tatsächlich den Colorado River. Wahnsinn. Ja, ich habe ja am Anfang so ein bisschen rumgemeckert, dass das Ganze hier so Touristenabzocke ist, aber ich revidiere das jetzt mal. Also diese 50 Dollar sind gut investiertes Geld. Das sind echt schöne Ecken. Muss man einfach mal gesehen haben.